Let's Play Fallout 4 for Harbor. Hallo und willkommen. Weiter geht's. Wir wollen noch Cranberry Island, in den Cranberry Island Sumpf, besser gesagt. Wohl eine der letzten Sachen, die wir noch nicht aufgedeckt haben, hier in Fall Harbor. Sind kurz davor und ich laufe jetzt auch mal direkt darüber und schauen wir mal, sagt der Bergbauer, was wir da so finden werden. Wollte ich gerade sagen, wenn es da mal keine Angler gibt. Wo ist denn der? Da ist er. Was macht er? Ah, noch einer. So. Ich würde sagen, Zeit für einen Drink. Was sind noch mehr Sachen, die ich noch nicht aufgedeckt habe, die jetzt da auf der Karte auftauchen? Guck an. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass hier noch so viel ist. Das erste ist ja direkt hier. Ein Schiffsfriedhof oder was ist das? Da haben wir auch wieder so eine nette Boje im Wasser. Sogar zwei. Docks von Cranberry Island, ah. Glocke ist kaputt da hinten. Da wetten, sind jetzt schon wieder welche dran und gucken, ob man damit Old Pack beschwören kann. Gucken wir uns mal um, was wir hier so finden können an den Docks. Aha. Hier hat wohl jemand geschlafen. Was war das jetzt? Ah, war bestimmt der Old Longfellow, ist runtergefallen, der Depp. Sonst nichts hier. Kann da umgucken. Wohl nicht. Das ist Teerbeeren, ja. Es wurden hier Teerbeeren zu was verarbeitet? Wein, Wodka, was auch immer. Hier ist jemand, oder? Oh, hallo. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Ich bin auch fertig. Ich habe jetzt mittlerweile auch nochmal neu angefangen. Denn, ja, so viel habe ich halt jetzt nicht mehr zu tun in Fallout. Zumindest in dem Safe-Game. Ich denke, das merkt auch ihr, dass nicht mehr so viel zu tun ist. Darum wandert ihr wahrscheinlich auch langsam ab, wie ich gemerkt habe. Ich kann es leider nicht ändern, aber dass Fallout irgendwann einmal vorbei ist,
was haben wir denn hier? Was ist Elisas Hauskarte? Draw a map of home sweet home. Kann man mit der Karte jetzt irgendwas anfangen? Beziehungsweise sind wir, wo sind wir? Sind wir da unten, wo es angezeigt wurde? Wir sind hier nicht allein. Also ich treffe heute nichts. Wir sollten am besten mal unsere Munition zählen. Zählen. Augen, wow. Da verfolgt uns was. Wer ist Elisa? Wohnt die vielleicht hier? Der Schaltkreis umleiten. Den Schaltkreis reparieren. Habe ich so viel Schalt? Den Schaltkreis umleiten durch Kühlschlüssel. Wir sollten uns bald neuen besorgen. Ich habe das Problem erkannt und habe es behoben. Sehr schön. Jetzt kann ich da irgendwas schalten oder so. Hier. Was haben wir hier? Elisas Tagebuch 1. Dogmaid, geh weg. 15. Februar 2077. Opa hat heute im Schlaf rumgebrüllt. Hat er schon mal gemacht, aber dieses Mal war es so laut, dass ich aufgewacht bin. Ich habe gesehen, wie Mama rüber ist, um nach ihm zu sehen. Zum Glück hatte sie ihren Mantel an. Es sieht verdammt kalt da draußen aus. Ich habe letztens gehört, wie sie mit Papa darüber gesprochen hat. Dass Opa bei uns einziehen soll. Ich glaube, das will ich nicht. Jetzt gibt es ein Tagebuch. Okay, dann suchen wir mal die anderen Seiten. Ich hoffe, ich finde sie alle. So, war hier noch irgendwas? Nee, war. Aber habe ich da oben alles schon angeguckt? Ich will die Seiten alle auf jeden Fall finden. Hier drin war ich. Hier drin war ich auch. Und ja, was hast du gefunden? Wo? Hä? Du bist ziemlich präzise geworden dort mit. Das würde ich nur machen, ohne deine präzisen Angaben, wo du etwas gefunden hast dort mit. Aha. Okay. 2. März 2077. Nathan war draußen bei den Abflussrohren drüben bei Opa. Ich wollte es Mama erzählen, aber er hat mich gesehen, als er wieder zurück ins Haus kam und sagte, ich solle wieder ins Bett gehen. Er schaut mich jetzt immer sauer an. Wenn ich es Mama erzähle, wird er noch mehr auf mir rumhacken. Okay, ich muss echt alles ganz genau angucken, wenn ich nichts verpassen will.
Ja, was? Wo ist er? Das Bild erinnert mich immer an das Logo von Daybreak Studios. Wo ist denn Doc mit jetzt? Ist jetzt wahrscheinlich immer noch da unten. Ich gucke jetzt weiter. Okay, ich denke, dass wir hier alles haben. Soll ich lieber mal noch? Ja, ich weiß nicht, ob es im Schiff drin ist. Und vielleicht sollte ich lieber mal probieren. Nicht, dass ich mir dann genau eins fehlt und das liegt in dem Schiff drin. So, wie komme ich jetzt da dümmsten hinein? So rum. Oh. Das wär's. Wie schön. Okay, keine Notiz hier. Ah, diese blöden Rotzspuckpflanzen. Okay, keine Notiz hier, aber wir haben geguckt. Fertilizer nehme ich mit. Gut, das haben wir auch gesehen da drin. Dann geht es mal hier weiter. Hier könnte doch was sein. Ah ja. Elisas Tagebuch 3. 19. März 2077. Papa und Steve haben sich angeschrien, als sie heute Morgen nach Hause kamen. Ich weiß nicht, worum es ging, aber Papa hat zu ihm gesagt, dass, wenn er die Pumpen nicht am Laufen hält, nicht nur die Rohre dicht machen. Ich wünschte mir, Steve würde einfach nur seine Arbeit machen. Ich hasse es, wenn sie sich streiten. Ich frage mich, wie viel Tagebuchseiten es gibt. Verdammten Nebel in der Lunge. Doch, das reiert mir jetzt gleich. Da haben wir es ja. Ich kam heim von 21. Mai 2077. Ich kam heim von den Docks vom Kistenstapel und habe gesehen, wie Opa auf der Veranda saß und den Himmel angeschrien hat. Er hat Sachen gesagt wie, sie werden uns den Hof wegnehmen oder wir müssen verhindern, dass sie sich an unseren Rollen und Generatoren zu schaffen machen. Die Ernte steht kurz bevor. Uns wurde klar, dass etwas nicht stimmt, als er nach Omas Tod auf einmal anfing, Nathan zu beschuldigen, dass er sich an den Maschinen auf dem Hof zu schaffen macht. Jetzt musst du nur noch, dass uns die Regierung fertig machen will. Ist sie das womöglich da drauf? Ich habe einen Bär gehört. Großer Bär. Für großer Bär nehme ich immer großes Gewehr. Guten Schuss, Captain. So viel dazu. Und jetzt? Und mit dem großen Gewehr ist nun der große Bär nicht mehr. Das ist jetzt wieder ein anderes Teil hier. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Also muss ich den
Ah. 23. Juli 2077. Ich wünschte, Oma wäre noch da. Wir haben nicht so viel gestritten und Opa, naja, mir fehlt sie auch. So, den muss ich doch wieder irgendwie aktivieren können. Das muss doch auch wieder irgendwas mit dem hier zu tun haben, oder? Die Frage ist, muss ich ihn aktivieren? Aber ich könnte es mir vorstellen. Hier irgendwo, maybe? Nee. Kann man hier irgendwo rein? Nein. Okay, vielleicht kann man halt einfach auch nicht rein. Stirb, Kartoffel. Das war mal erfrischend. Gehört jetzt uns, nicht wahr, Captain? Okay, also ich denke mal, hier kommen wir wahrscheinlich nicht. Aber jetzt gehe ich mal weiter hier rum. Ich weiß ja nicht, wo es als nächstes jetzt weitergeht und wo wir wieder einen Teil finden. Wir gucken einfach mal. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ah! Ein Hirsch? Ich greife einen Hirsch an. Ich hab das Hirn geschissen. Seit wann greift mich ein Hirsch an? Habe ich das schon mal erlebt? Ich glaube nicht. Okay, vor mir ist auf jeden Fall schon wieder etwas, was ich noch nicht aufgedeckt habe. Ich hätte... Ich hätte nicht gedacht, dass diese kleine Insel hier so riesig ist. Dass es da noch so viel gibt. Übrigens habe ich gestern ein Interview gelesen zu Nuka World. Und zu dem Thema, dass es das letzte... Dass es der letzte DLC ist. Scheint wohl gar nicht so hundertprozentig so sicher sein. Also, das war ein Interview mit Pete Hines, der Vizepräsident von Bethesda ist. Und er sagt zwar, dass bis jetzt das Fakt ist, also dass bis jetzt die Aussage ist, Nuka World ist der letzte DLC. Aber das hätte ja nicht er zu entscheiden, sondern das Team etc. 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 Also klingt auf jeden Fall wirklich so, als wäre das noch offen. Also das war keine Aussage, dass es jetzt endgültig ist. Sonst hätte es mit Sicherheit gesagt, wenn es wirklich endgültig ist. Oh Gott, da kommt. Ach nee, das ist doch mit dahinter. Also es gibt auf jeden Fall wieder so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Nimm das, leuchtender Meierler König. So. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Da brauche ich den Schlüssel. Mist. Okay. Wo kriege ich den Schlüssel? Wow, was ist denn da alles drin? Das ist ja voll ein riesen Vorrat. Ich wette, das hat mit den Tagebüchern zu tun. Vielleicht, wenn wir da alle gefunden haben, gibt es irgendeinen Hinweis oder man findet den Schlüssel zusammen damit oder sowas. Okay, da haben wir ja wieder was.
Cranberry Island Sumpf. Dann schieße ich lieber gleich, bevor er wieder meint, mich direkt angreifen zu müssen. Der dumme Hirsch. Ordner. You've got Wim, Captain Splend. Da. 8. August 2077. Es geht immer weiter auf den großen Bombenknall. Wir haben gehört, wie Opa wieder über diese verdammten Regierungsfritzen geschimpft hat. Papa hat versucht, ihn zu beruhigen. Der ganze Hof ist versichert, das weißt du doch. Wir haben alles unterschrieben, als wir letzten Monat dein Testament aufgesetzt haben. Ich fragte Nathan, was es bedeutet, dass der Hof versichert ist, aber er meinte nur, ich solle mir keine Gedanken machen. Es würde bedeuten, dass wir sicher sind. Er sagte, ich sollte mir mehr Sorgen um Opas Testament machen. Ich weiß nicht, wovon die da alle reden. Was haben die gemacht? Sicher, dass du im Dunkeln und... Okay, genug verstanden. Also sind die Red-Hirschen jetzt durchgedreht? Reicht doch förmlich nach einem Drink, nicht wahr? Ja, absolut. Neu verkabeln. Tagebuch? Yes. 22. Oktober 2077. Wir machen uns gleich auf den Weg zu einer Halloween-Party auf dem Festland. Sie findet in Haleys Haus in Bar Harbor statt. Alle werden da sein. June, Ellie, Emmy, Jade, vielleicht sogar Gregory. Eigentlich sollte Nathan mich fahren, aber keiner weiß, wo er ist. Er ist in letzter Zeit oft verschwunden. Ich glaube, Mama fährt mich jetzt. Ich kann es kaum erwarten, morgen in mein Tagebuch zu schreiben, was auf der Party passiert ist. 22. Oktober. Ein paar Tage, bevor es geknallt hat. Da! Wo sind jetzt hin? Wo ist das Viech? Wir wärmen uns gerade erst auf. Was? Wo zum Teufel? Hat sich der jetzt in den Boden reingepackt? Oh, was ist denn das hier? Ist verschlossen. Okay, gucken, wo das Kabel hinführt. Rotes Kabel. Die haben wir wohl das letzte Mal gesehen. Rotes Kabel. Ha? Wo führt das hin? Der ist hier irgendwo. Ah! Oh Gott! Boah! Nebel soll sie holen. Besser wir kriegen es als jemand anderes. Du dummes Fotzenflatterviech. Gerkus hat mich der erschreckt, Mann. Der ist noch irgendwie da. Nee. Der kommt schon ums Eck, sauchen die Lente hier. Hier muss es doch noch irgendwo einen Generator geben, der für diese Tür verantwortlich ist.
Ich sehe nicht, wo hier nochmal ein rotes Kabel wäre. Da war ich. Schauen wir da hoch. Ah, Moment. Ach, jetzt bin ich wieder da. Wo war denn dieser andere Generator, wo ich eingeschaltet habe? Da schien es danach noch weiter zu gehen. Das war der, oder? Das sah irgendwie so aus, es ging dahinter die Straße weiter. Da bin ich aber nicht lang gelaufen. Gucken wir mal. Da finden wir hier noch irgendein Puzzleteil. Ich habe hier noch so einen komischen Baum auf der Map. Möglicherweise ist das unser letztes Ziel. Scheint direkt hier zu sein. Insel der Jägerin. Warum heißt es jetzt Insel der Jägerin? Jetzt heißt es du oder ich und ich. Nein! Aua! Das düstere Mogwai. Jetzt ja, das wäre noch einer. Insel der Jägerin. Hier könnte es doch noch einen Tagebucheintrag geben. Woher weiß ich, dass ich alle habe? Das ist die andere Frage. Noch einer, wo ist er? Ha? Da hat doch noch irgendeiner gebrüllt. Wahrscheinlich blind. Da ist nichts. Dachte mir, da sitzt die Gartenzwerge drauf. Ist die Insel hier eigentlich auch noch eine Siedlung zum Freischalten? Es wirkt irgendwie so, als könnte das eine Siedlung werden oder sowas. Wäre noch eine coole Location. Noch geiler als die Sägemühle. Also, ich bin mir sicher, dass mir eine Seite noch fehlen muss, weil irgendwie würde das jetzt keinen Sinn machen. Ich erwarte einfach, dass da jetzt noch irgendwas kommt. Das ist ein paar Tage bevor die Bomben fielen. Da gibt es mit Sicherheit noch einen letzten Eintrag dazu. Und das hat sicher auch noch irgendwas mit dem Schloss zu tun. Also mit der Tür, das da verschlossen ist. Mit den ganzen Ressourcen da drin. Aber wo? Wo? Ich hab keine Ahnung. Ich wollte einen Kaffee trinken.
haben wir wohl keinen. So, was hast du dabei? Irgendein Zündteil? Nein, Raider. Habe ich eigentlich vorhin weiter erzählt von diesem Interview? Ich glaube nicht. Ja, jedenfalls, meine Meinung ist, wenn es tatsächlich, wenn Nuka World jetzt tatsächlich das letzte wäre, der letzte DLC, dann hätte der Pete Hines das mit Sicherheit einfach gesagt: Hey, fertig, da kommt nichts mehr. Aus, finito. Aber wenn er sagt, ja, es kann er nicht entscheiden, es muss das Team selber entscheiden, ob noch irgendwas kommt und etc. etc. Klingt für mich so, als wäre das nicht ganz so hundertprozentig entschieden. Ich meine, er ist der Vizepräsident. Wenn es doch jemand wissen müsste, dann er, oder? Was du das? Komm schon! Zeig dich! Hä? Wann ist das wieder? Schon wieder so ein scheiß Redfish. Das wird denen eine Lehre sein. Der sieht ja noch frisch gemördert aus hier. Da ist ja noch Blut. Wurde gefesselt sogar hier drin. Die sehen einfach unheimlich aus. Die sehen unheimlich aus. Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Okay, das war ein richtig kleiner creepy Spot jetzt. Aber, es fehlt immer noch die letzte Tagebuchseite. Oh, da hat's ihn da brezelt. Oh, ist er das? Liebesbrief an Bridget. Ich wünschte, du wärst hier, um diesen wunderbaren Morgen mit mir zu erleben. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich werde dich nie vergessen, Bridget. Ha, so ist er gestorben. Ach, guck, er guckt sogar seine liebe Bridget mit den auf dem Anhänger an. Ich weiß nicht, was mir mehr wehtut, mein Rücken oder meine Füße. Irgendwie finde ich diesen letzten Brief jetzt nicht. Also die letzte Tagebuchseite. Ah, nein. Die Klipper. Irgendwie finde ich die letzte Seite jetzt nicht. Komm raus, dann bringen wir es zu Ende. Und jetzt wieder. Greift ihn nur an. Die Hirsche sind ziemlich aggressiv in Vorhaber. Wo kommen jetzt die ganzen Tiere her? Hallo? Da verfolgt uns was. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. So, da haben wir jetzt mal ein Blatt. Dann kann ich hier meine Abmoderierung machen. Da waren wir, ne?
Waren wir da? Waren wir da? Waren wir da? Da waren wir nicht. Hoffentlich erstickst du an deinem eigenen Blut, Drecksack! Was ist das da unten alles? Okay. Oh, 172. Dann gucken wir da unten noch hin, vielleicht sehen wir da irgendwas. Das schreit doch förmlich nach einem Drink, nicht wahr? Wer stellt denn die alle so hin? Wer war denn das? Da muss es noch irgendjemand geben auf der Insel, der sich versteckt. Waffenwerkbank. Gartenzwerg nehme ich mit. Hier vielleicht. Nee, auch nicht. Bin ich ja eigentlich gerade. Ein verlassener Teddybär auf See, okay. Tja. Außer Spießen nichts gewesen. Hier noch schnell entlang. Ich schätze, es wird wohl dann morgen werden. Mit dem letzten Tagebucheintrag von der Elisa. Werde ich morgen keine Baufolge machen. Da gucken wir morgen, dass wir diese letzte Seite finden und hoffentlich den Schlüssel und den Weg in die zwei Türen rein. Wir haben zwei Türen, einmal dieses Lager, das was ich gesehen habe, und da wo diese elektronische Tür war, wie auch immer man da reinkommt. Wir werden es irgendwie rausfinden, aber morgen in Fallout 4. Bis dann und ich verabschiede mich einfach mal von allen, die sich jetzt gerade entschließen, vom Kanal zu gehen. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Und vielleicht sieht man sich eines Tages mal wieder. Macht's gut.